Hey Leute, ich bin der Bruga und heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem weiteren Durchlauf in Resident Evil 7. Einige von euch haben wahrscheinlich schon meinen ersten Durchlauf gesehen auf Englisch und Normal, dem Schwierigkeitsgrad. Nun fange ich nochmal neu an mit dieser schönen VR-Brille für PlayStation 4 und meinen C-Bands. Das sind Akupressurbände gegen Reiseübelkeit und ich habe auch noch Tabletten genommen gegen Reiseübelkeit. Ja, das sollte jetzt alles gut funktionieren. Ich habe nämlich ein bisschen Motion Sickness, mir wird da schlecht. Aber ohne weitere Umschweife starte ich mal die Uhr, weil ich muss ja wissen, wann der Part zu Ende ist. Ich mache jetzt immer so eine halbe Stunde. Mal ein bisschen fixieren das Ganze. Ich habe mir eine neue TV-Karte bestellt, für die von euch, die schon bemerkt haben, dass ich ziemlich viel Tearing habe. Das liegt an meiner TV-Karte, habe ich festgestellt. Das sieht alles so plastisch aus, als könnte ich die Bierflasche hier vorne oder die Bücher. Es ist so geil, Leute. Ja, Irrenhaus und wir spielen es auf Deutsch ohne Untertitel, weil ich finde, das tut der Stimmung einen kleinen Abbruch. Und so kann ich mich viel besser an den Geräuschen auch orientieren, wenn ich keine Untertitel sehe. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß ein weiteres Mal mit mir und Resident Evil 7. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen schreien. Mal gucken. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause. Yay! Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Beschlägt schon. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Oh je. Ich bin ja schon sehr gespannt darauf, wie die deutsche Sprachausgabe sich so auf mich auswirken wird. Weil, naja, die englische hat schon einen sehr guten Job gemacht. Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot, sie lebt, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja, ich weiß nicht wie, aber sie ist zurück, wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß, aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Boah, Leute, ich muss wirklich sagen, es sieht auf der VR hier noch besser aus als im Spiel selbst. Für euch wahrscheinlich nicht so, das finde ich sehr schade. Weil bei mir sieht alles so knackenscharf und plastisch aus. Also als würde ich wirklich hier im Auto sitzen und das Lenkrad vor mir haben. Es sieht so gut aus. Wow! Oh, okay, das ist jetzt vielleicht was etwas stören könnte. Man sieht nämlich die Arme. Hier sollte es sein. Alles klar, ich habe jetzt, wenn ich mich umdrehe, dann macht es immer so hier so zack, zack. Kann ich das noch ausstellen? Ja, ich weiß, das hätte ich vorher schon machen können, aber... das wird bei Steuerung sein. Normal. Geschmeidig. Ja. Ich teste es jetzt einfach mal. Wenn mir davon schlecht wird, obwohl ich meine Tabletten drin habe. Oh Gott. Bäh. Oh, die Mücken! Ah! Das sieht so gut aus, als hätte ich sie echt im Gesicht gehabt eben. Oh, Leute, ist das fantastisch! Ja, mach das weg. Mach das weg! Ach du heiliger Bimbam, sieht das... Also Leute, das ist ein VR-Spiel, das dem Namen gerecht wird, würde ich sagen, bisher. Dann mal ein Stückchen. Wir kennen den Anfang ja schon.
Also auch wird mir nicht übel, ehrlich gesagt. Suagators. Wake-Vorschlag. Der Text ist ein bisschen weit unten, das ist etwas störend. Schließ dich uns an. Nimm ihre Gabe an. Scepter-Gift. Ich muss sagen, die Texte kann ich ein bisschen schwerer lesen. Das liegt aber auch daran, dass ich keine Brille auf habe. Also, haha, die VR-Brille. Nein, sondern meine richtige Brille. Ah, deswegen werde ich vielleicht ein bisschen Probleme haben, die Texte vorzulesen. Andererseits habe ich das ja schon gemacht im Hauptspiel, von daher werde ich das diesmal auch nicht tun. Ich werde die einfach offen lassen und ihr könnt sie selber lesen. Hallo, Jack. Ah, der ist einfach verschwunden. Habt ihr das gesehen? Einfach verschwunden, die Sau. Yo, tell on Rhodey. Yo, tell Oh Leute, ich freue mich schon auf die anderen DLCs. Zwei habe ich ja schon gespielt für euch. Und es kommt noch ein vierter, kostenloser. Und die anderen werden ja noch freigeschaltet. Oh, das war sehr abrupt. Ja, das geht ein bisschen zu schnell, das mit dem Aufstehen und Hinsetzen. Finde ich nicht ganz so geil. Aber mir wird noch nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist so gut. Es ist so gut. Ja. Wie gesagt, allein, dass alles schon so plastisch aussieht, ist fantastisch. Plastisch, fantastisch. Der Führerschein. Mias Führerschein und die E-Mail. Ja, das Haus, das kennen wir natürlich. Oh, was ganz schlimm ist gerade, ich fange an zu schwitzen und ich weiß, wenn das passiert, dann wird mir bald übel. Ich will nicht, dass mir übel wird. Oh Gott. Alter. Oh. Mist! Das sieht noch so viel krasser aus, wenn man es hier sieht, in VR. Da. Da. Das Schwere, diese... Boah, wie das aussieht, diese Maden hier. Boah, Leute, ich muss diese Schritte einschalten, sonst muss ich gleich kotzen, ne? Das ist... So, feste Winkel. Es geht nicht anders. Ich schwitze schon wieder so sehr. Zwei Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Okay. Foto. Es geht leider nicht anders. Also, dieses Rumswitchen hier ist leider notwendig für mich. Ihr wisst ja, ich muss erstmal runter in den Keller. Das hier? Ja,
habe mir, glaube ich, nicht alles angesehen. Also eins habe ich verpasst beim ersten Mal spielen. Auch noch ein Foto. Das Videotape hatte ich ja nicht. Das sind wohl die Eigentümer. Alter, wie hat wirklich hier alles von der Decke hängt? Aha. Eine Reaktion. Ah, sieh mal. Audiokassetten. Die brauche ich auf dem Schwierigkeitsgrad. Ne, ich werde noch nicht speichern. Ich heb mir die mal auf, wenn ich echt so wenige habe. Oh, Leute, mir wird echt übel. Es ist eklig. Scheiße. Ich will nicht, dass mir übel wird, wenn ich das Spiel spiele. Ich habe da echt Bock drauf. Ansonsten muss ich es leider wieder umstellen auf normal, weil VR ist gerade für mich echt anstrengend. Also kriege ich es, glaube ich, wieder fix. Ja. Oh, mir ist echt nicht gut. Ansonsten spiele ich es halt einfach nur nochmal durch auf Irrenhaus. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Piet. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Ich kann mich auch lehnen, das ist so cool eigentlich. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Oh, Kinder, das ist voll geil. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Okay, jetzt geht's gerade. Die Übelkeit flaut gerade so ein bisschen ab, muss ich sagen. Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht geil. Die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Naja. Ach, Mist. Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Andre? Andre! Tja. Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Ja. Ich weiß es. Wo ist der? Echt unglaublich. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Naja.
Mal sehen, wie lange, mein Freund. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja. Willst du nicht mal nachsehen? Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Leute, in VR sieht das so krass hier aus, ihr glaubt's nicht. Das ist so verdammt unheimlich. Verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung. Ja. Das ist eine fantastische Idee. Was hat der für einen komischen Arsch? Die Hose ist ja auch 3-4 Nummern zu groß, hä? Na komm, ich geh einfach schon mal. Ich weiß ja eh, was passiert. Tschüss. Was siehst du? Was ist? Hey, André. Oh. Oh, ist das fies, Alter. Es ist genau vor meinem Gesicht. Oh, ist das gemein. Krass, krasse Sache. Oh Gott, ich muss mal... Mann. Mir läuft echt die Brühe, Leute. Es ist unglaublich widerlich mit VR. Also, für mich das Erlebnis leider. Ja, ich hoffe wirklich, ich kann es weiterspielen. Ich versuch's einfach noch ein bisschen. Warum habe ich Motion Sickness? Das ist verdammt blöd. Nee. Wow. Au. Okay, das mit den Armen sieht wirklich ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Oh, die Waschmaschine dreht gerade durch. Ja, ich habe eine Maschine Wäsche angemacht. Oh Gott, ist das... Wow. Ah. Ih, alter Schwede. Ich will schon den Mund zumachen, weil ich Angst habe, mir läuft Brühe in den Mund, wenn ich den Mund auflasse. Diese Pissbrühe. Oh Gott, wie das aussieht, ne? Als würde ich wirklich bis zum Hals im Wasser. Oh, Gottes Willen. Boah. Warum bewegt sich das jetzt auf einmal so beschissen? Oh Leute, sorry, mir ist echt übel, ne? Es geht leider nicht. Ich glaube nicht, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Oh Gott, 20 Minuten, knapp. Leute. Also es tut mir leid. Oh. Es tut mir leid, aber das Experiment VR ist hiermit beendet. Ich werde es nochmal spielen auf Deutsch. In dem Irrenhaus Schwierigkeitsgrad. Aber es geht echt nicht. Mir wird's Hundeelend gerade. Ich kann es leider nicht spielen. Tut mir leid. Naja, nächster Part geht weiter mit Irrenhaus auf Deutsch und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Es ist echt nicht. Ich halte es nicht leider. Ich halte es nicht aus. Oh, ja, bis zum nächsten Mal.